suchen und apportieren, die Auslastung. Der Aufbau, damit es Spass macht und klappt, erfährst du hier. Was ist genau dein Ziel? Hier geht es nicht um eine Ausbildung zu einem Leistungshund, sondern es geht auch darum, dass du mit deinem Hund Spass hast. Hilfsmittel zur Übung sind Futterbeutel. Grundsätzlich kann jeder Futterbeutel verwendet werden. Wichtig ist darauf zu achten, dass der Beutel für den Hund eine geeignete Grösse hat. Es sollte nicht zu klein sein, nicht, dass der Hund im Eifer den verschluckt. Er sollte aber auch nicht zu gross sein, denn es soll ja Spass machen. Er sollte aus einem festen Material sein und gut verschliessbar, damit nur du ihn aufmachen kannst. Am besten eignet sich Beutel mit einer Lasche, einem starken Klett über einem Reissverschluss. Wenn er noch eine Befestigungsmöglichkeit hat, umso besser. Dann nimmst du Decke als Ausgangspunkt und Endpunkt. Gerade am Anfang hilft das dir und dem Hund für einen ganz klaren Ablauf. Wenn er die Decke schon gut kennt, ist es für den Hund einfacher, dort zu warten und auch logisch, mit dem Futterbeutel nachher wieder dorthin zurückzukommen. Denn alleine, für Hunde, die ein bisschen hibbelig sind, ist eine leichte Leine sehr hilfreich. Du kannst je nach Verhalten den Hund oder den Futterbeutel darauf befestigen. Es geht nicht darum, ihm über die Leine etwas zu helfen, deine Absicht zu vermitteln. Denn deine Einstellung macht das Ganze nicht, weil du denkst, das muss ich dem Hund lieb auch noch machen. Das wird nicht funktionieren und erschwert es für den Hund umso mehr. Mach es aus Freude, gemeinsam mit deinem Hund etwas Neues zu entdecken. Ja, zu Beginn wird es nicht sofort so funktionieren, wie du vielleicht überall schon gesehen hast in diesen Videos. Das ist dem geschuldet, dass die Idee, ein Video zu machen, meist erst dann entsteht, wenn es bereits funktioniert. Wir haben ein kleines Beispiel aus den Bootcamps. Da bauen wir da mit den Hunden jeweils auf. Und möchtet ihr das in der Folge noch etwas näher bringen? Ich bin der Heinz, dein Coach. Wenn du dir jetzt 5 Minuten Zeit nimmst, wirst du sehen und das, was du siehst, direkt mit deinem Hund nachher können anmachen. Der Aufbau rüste dich mit folgenden Hilfsmitteln aus. Futter, das ganz normale Futter, Futterbeutel, Decke und eine leichte Leine. Gang dann an einen ruhigen Ort, zu Beginn zum Beispiel ins Wohnzimmer, bring deinen Hund auf seine Decke. Bevor du startest, sollte da etwas zur Ruhe kommen. Dann fangst du an, den Futterbeutel mit Futter zu füllen. Pack ruhig die ganze Portion rein. Gang zum Hund und zeig ihm den Futterbeutel. Und geh dann einige Schritte weg und leg ihn zu Beginn in Sicht, maximal 3 Meter vom Hund entfernt auf den Boden. Der Hund wartet da dabei auf seinen Platz, bis du wieder zurück bist. Dann gibst du den Hund frei, noch ohne Kommando zum Suchen. Jetzt ist es ganz entscheidend, deinen Hund zu beobachten, denn je nachdem, wie er sich zeigt, lässt du ihm noch etwas mehr Zeit. Wenn er gar keine Idee entwickelt, kannst du ihm etwas unterstützen. Falls er mit dem Futterbeutel abhauen will oder ihn selber öffnen möchte, kannst du die Leine nehmen und den Futterbeutel oder den Hund anbinden. Mit der Leine kannst du den ganz fein unterstützen. Wenn der Hund den Futterbeutel zurückbringt, nimm ihn nicht gerade weg. Das Ziel ist, dass er dir den Futterbeutel irgendwann nachträgt. Wenn er ihn einfach herwirft, motiviert der Hund schrittweise den Beutel zu heben und zu bringen. Verfeinere die Abläufe ganz kleine Schritt, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Das dauert je nach Hund und deinem Anspruch mehrere Tage oder sogar Wochen.
Das Futter gibst du ihm nun aus dem Futterbeutel und das erfolgt wiederum je nach Temperament vom Hund. Es gibt Hunde, die eher unsicher sind und andere, die würden das Futter auch mit dem Beutel fressen. Eine Hilfe ist es, wenn du dich zum Hund runterknüllst und ihm seitlich von dir, wenn der Hund sitzt, den Futterbeutel öffnest und dann hergibst, dass er daraus fressen kann. Am besten hebst du mit beiden Händen die Öffnung seitlich fest. Dann kannst du wieder zumachen. Wenn er zu schnell frisst, kannst du einfach zumachen und ihm die Schnauze wie wegdrücken. So hast du den Vorgang super unter Kontrolle. Ich mache pro Lektion 3 Wiederholungen und dann eine Pause. Gehe etwas laufen oder mache mit meinen anderen Hunden die Übung. Dann nehme ich durch Zuschauen lernen die Hunde ebenfalls sehr rasch. Nur wenn du den Futterbeutel schon etwas erhöht herleihst, ist das für den Hund schon bedeutend schwieriger. Mach das Spiel zunächst im Haus, dann erweiterst du das Ganze im Garten oder auch in die Garage, je nach Bedürfnis. Der Hund sollte jedoch immer eine Chance haben, den Futterbeutel zu finden. Kommt er mal ohne zurück, warte etwas ab und gang dann als Hilfestellung langsam in die Richtung, wo du den Futterbeutel versteckt hast. Wichtig, du holst den Futterbeutel nie für deinen Hund. Falls dein Hund also mal gar nicht verstanden hat, beendest du die Lektion zum Beispiel mit Schad und dann holst du den Futterbeutel und versorgst ihn. Futter gibt es dann aber erst später. Wenn er es bereits gut kann und es gut funktioniert, mach auch mal eine Pause. Dann kannst du den Futterbeutel für einige Tage einfach mal versorgen. Denn nichts ist langweiliger, als wenn man permanent das Gleiche macht. Falls du mit mehreren Hunden gleichzeitig das machen möchtest, ist etwas Vorsicht geboten. Denn der Trieb der Hunde kann plötzlich überwiegen. Hier noch eine kleine Sequenz von der Nala und der Mei. Kommunikation zwischen dir und den Hunden muss ganz klar sein. Eigentlich wie immer. Nur hier geschieht noch einiges mehr. Nämlich Kommunikation zwischen den Hunden geht ebenfalls ab. Steigerung. Verstecken vom Futterbeutel im Haus, in der Garage oder im Wald. Ich nehme den Futterbeutel oder sogar mehrere mit auf den Spaziergang und setze die dann je nach Lust und Laune ein. Ebenfalls ganz cool ist es, den Futterbeutel im Schnee zu vergraben. Achte darauf, dass der Schnee nicht zu hart ist, denn es kann recht schnell schwierig werden, für den Hund Witterung aufzunehmen und beim Graben kann er sich auch verletzen. Yeah. Eine weitere Steigerung kann zum Beispiel das Schlüsselsuchen sein, wie es hier auf dem Video mit Enya war. Ich würde mich freuen, wenn mir du deine Erfahrungen oder auch Fragen würdest schreiben. Gern gebe ich dir darauf auch eine Antwort. Viel Erfolg und viel Freude. Alles Gute, dein Heinz. Tschüss. Ja, gut.